Hallo Leute, wir sind zurück in Factorio, Warptorio, hier wo wir letztes Mal auf diesem Planeten angekommen sind. Und ich habe etwas ausgekundschaftet. Und was wir noch anschließen müssen, ist Eisen und Kupfer. Eisen bekommen wir von daher, Öl bekommen wir von daher und dann müssen wir schauen, können wir Kupfer von da oben mit dem Zug ran oder was machen wir? Derzeit steht so ziemlich unsere ganze Forschungsmaschinerie im Keller, weil wir kein Kupfer und kein Eisen haben. Ich hoffe, wenn ich hier mal zweimal anschließe, dass das ausreichend ist für Eisen. Ein blaues Bandeisen, wollte ich genau gesagt sagen. Ziehen wir das hier so runter. Einmal hier. Und dann. Hier runter. Falsche Richtung. Müssen wir hier rein. Und da müssen wir dann auch nach oben Strom bringen. Und wir brauchen etwas Verteidigung. Wenn wir hier schauen, entweder kommt es von da oder von da. Also so quasi oben. Oder hier von unten. Und es sieht so aus, als wäre das ausreichend. Wenn wir das mit Zug machen wollen, dann brauche ich etwas Landfill, Landaufschüttung, vielleicht schließe ich erstmal hier Öl an. Öl geht hier rein. Eine Pumpe dazwischen. Module rein, plus auch hier wieder was Verteidigung und dann hier oben. Vielleicht in einer geraden Linie. Wäre hilfreich. Und sie müssen ja nicht mal gerade vis-à-vis stehen.
werden mir dann die blauen Fließbänder ausgehen. Hier obenrum brauchen wir natürlich auch wieder Verteidigung. Ja, hinten auch ein bisschen. Dann machen wir da Strom ran. Den Strom muss ich eigentlich nur bis da unten durchziehen. Und dann hole ich mir von hier hinten ein paar zusätzliche blaue Fließbänder. Okay, hier kommt das jetzt schon mal rein. Fast angeschlossen, ist nicht ganz angeschlossen. Sehe ich mal hier so rüber und dann geht's nach unten. So. Gehen wir da rein. Das möchte das hier auf dieser Seite mit anschließen. Was im Wesentlichen bedeutet, ich muss es zuerst hier rüberbringen, damit ich das schön im Speicher habe. Oder ich kopiere das ganze Setup. So anschließen, beziehungsweise so. Oder eventuell das von da drüben reinziehen. Da werden wir dann wahrscheinlich da unten drauf kommen und hier machen wir was ran. Andere Richtung. Wunderbar. Haben wir das hier schon mal erledigt und dann das alles muss weg. Das geht auch schneller.
Das funktioniert natürlich nur, wenn ich das so mache. Und dann. Da brauchen wir. So, das ist dann Nummer 1, das ist Nummer 2. Das geht so rum, das geht so rum. Machen. Voilà. Nun sollten wir hier unten. Ja, langsam kommt da auch wieder das Kupfer durch, dass wir hier etwas Flächen produzieren. Wie sieht es denn hier oben aus? Ja, da haben wir auch wieder Kunststoff. Wir haben auch noch etwas anlegen hier an dem radioaktiven Material. Ich wieder mal eine Runde in den Keller bringe, was nicht wirklich notwendig gewesen wäre. Aber nachdem ich in der Vergangenheit ein paar Mal da gestanden bin und keine Brennelemente mehr unten hatte, habe ich gedacht, vielleicht machen wir das mal etwas anders dieses Mal. Und hier, Rakete ist startbereit. Frage ist, haben wir einen Satelliten? Haben wir? Yep. Gut, den können wir reinlegen. Und die Rakete starten. Knopf. Und dann denke ich, momentan mangelt es uns etwas an den Ölprodukten, denn wir sind hier ausgelaufen. Aber ich denke, wir können hier etwas mehr produzieren als das, was wir derzeit haben. Dafür brauchen wir aber vielleicht ein paar mehr Chemiefabriken. Und wie sieht es denn so aus mit der Produktion? 2 Sekunden, 2 Sekunden, 2 Sekunden. Die sind relativ schnell. Die brauchen 30 Sekunden. Plus 10 Festbrennstoff. Also das heißt, in 30 Sekunden produziere ich 4 von 15 Stück. Also das heißt, 2 Chemiefabriken produzieren in 30 Sekunden 60, reicht für 2 Fabriken von denen. 60. Und richtig.
30. Zwei Fabriken gibt 60 in 30 Sekunden. Das heißt, ich kann 6 hiervon. Nein, 6, 3. Ah, okay. Ich brauche das Verhältnis 2 zu 3. Also machen wir das mal so. Machen wir das nur aus denen hier. So. Das ist Wasser. Das ist nicht, was wir hier brauchen. Das ist, was wir hier brauchen. Plus Strom. Dann. Sowas machen. Und dann das sind 10. Wenn ich jetzt da eigentlich noch die zwei links und rechts mache, dann haben wir 12. Lässt sich gut durch 3 teilen. Dann muss ich nur noch rausfinden, was ich dann hier effektiv brauche. So. Zu 2, das heißt, ich bräuchte dann eigentlich 8. Viel. Der muss einer weiter nach außen. Eins nach außen, so dass wir da
Rohre legen können. Wenn sie uns denn nicht ausgehen. Aber wir sollten ja hier hinten Rohre anlegen haben. Drauf. Wo war ich? Rohre. Dort. Hier. Das Ganze muss noch irgendwo raus. Lange Greifarme. Wir können die hier eigentlich dann direkt in Kisten reinlegen. Wenn wir dann hier einige anfordern, nicht viel. Dann bekommen wir die hier unten rein und dann sollte die automatische Produktion für die Satelliten auch funktionieren, denn bisher habe ich die immer manuell hier nach unten getragen. Nun denn, Satelliten können wir hier reinlegen und da mangelt es uns halt einfach an den Brennstoffen. Und was ich hier oben noch ran machen möchte ist Radarstation, damit wir da auch sehen, was da so abgeht. Wie sieht es denn mit unserer Verschmutzung aus? Hält sich noch in Grenzen. Wir können nochmals stabilisieren. Und dann denke ich, können wir es für diese Folge belassen. Vielleicht müssen wir schauen, was wir denn hier machen wollen, ob dies ausreichend ist. Wir werden definitiv hier Geschwindigkeitsmodule reinpacken und hier Produktivitätsmodule. Aber das sollte weiterhelfen.
muss mal schauen, vielleicht teilen wir dieses Setup auf, dass wir nicht alles aus Leichtöl machen, sondern ein Teil aus Schweröl. Da muss ich zuerst mal schauen, wie sich das so ausbalanciert. Aber das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.